Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid hier richtig bei Optionsstrategien TV. Heute geht es wieder um den SVXY und was man dafür Trades machen kann und worauf man achten muss. Also, wir haben ja in unserer kleinen Videoreihe über die Volatilitäten SVXY, VXX, haben wir schon so ein wenig die Unterschiede herausgestellt und unter anderem ja auch erklärt, dass der SVXY vom Grundprinzip her das risikoärmere Produkt ist, weil er kann ja theoretisch nur auf Null fallen. Und ich will euch heute mal hier einen Trade zeigen, den wir kürzlich geschickt bekommen haben, den hat also einer unserer Kunden gemacht und der ziemlich schief gegangen ist. Also wir wollen ja nicht immer nur Dinge zeigen, die funktionieren, sondern auch mal zeigen Dinge, die schief gegangen sind. Und ich nehme euch dazu jetzt gleich mit auf den Bildschirm und möchte euch einfach mal erklären, was da schief gelaufen ist, warum es schief gelaufen ist und wie man so etwas in Zukunft vermeiden kann. Und deswegen schalten wir jetzt mal um. Wir gehen mal hier in den Trade Navigator rein. Wir werden heute auch mal wieder Option View nutzen, also unsere Optionssimulationssoftware, wo wir also auch Backtests machen können und so weiter. Und schauen uns einfach mal den Trade an. So. Und hier haben wir also jetzt folgende Situation vorliegen. Und zwar, das hier ist der SVXY. Ich zeige ihn nochmal hier in einem Wochenchart. Ihr seht, der stieg natürlich seit Beginn des Jahres relativ stark an, war dann im Hoch bei knapp 100 und fiel ja dann hier im August bis runter auf 41, was war denn das Tief hier? 41,63. Und wenn wir uns nochmal den Daily anschauen, dann sehen wir, dass besonders hier im August in den Tagen, als der S&P so eingebrochen ist, es ja wirklich innerhalb von 1, 2, 3, 4 Tagen deutlich nach unten ging. Und da hat sich natürlich richtig was getan hier. Und wir schauen uns mal an, was das für Auswirkungen hatte auf den entsprechenden Trade, den ich euch schon erzählt habe. So, und zwar nutzen wir dazu mal wieder Option View. Option View ist ja eine Software, mit der man simulieren kann. Einerseits kann man seine Trades optisch darstellen, kann sich also anschauen, okay, wie haben die sich entwickelt, wie sehen die aus, wo sind Break-Evens und so weiter und so fort. Man kann Backtests machen und man kann eben auch händisch Trades einfach mal nachstellen, wie war das in Extremsituationen und so weiter. Und deswegen nutze ich das persönlich sehr, sehr gern. Ist nicht ganz preiswert, also kostet die Software, glaube ich, weit über, man muss die mittlerweile leasen, kostet, glaube ich, $90 im Monat oder so. Also wer ein kleines Konto hat, lohnt sich das nicht. Wer ein großes Konto hat, der sollte sich sowas auf jeden Fall zulegen, um einfach Dinge mal testen zu können. Und jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Also, was war der Trade? Ich zeige es euch erst nochmal ganz kurz hier in der Einstellung. Und zwar, der Trade war folgender. Es wurde ein 25er Put verkauft. Und zwar zu einer Zeit, als hier oben irgendwann, ne? Also als der Preis noch so roundabout bei 90 war, wurde ein 25er Put verkauft, also wirklich wahnsinnig weit weg. Und was war das Besondere allerdings an diesem Put? Es war ein sogenannter Leap Put. Das heißt also ein Put mit einer sehr, sehr langen Laufzeit. Und zwar lief der, und ich habe euch das hier mal rausgesucht, bis zum 20.01.2017, also über 520 Tage. Das ist mal das eine, der 25er Put, ich habe den mal hier unten uns reingeholt, das muss man mit der Hand machen, weil der wird gar nicht angezeigt, der hatte ein Delta von 4, also das heißt ein 5er Delta und hat 1,78 an Prämie gebracht, das heißt also $178. So, jetzt müssen wir uns als erstes mal überlegen, macht denn das überhaupt Sinn, so eine Option zu verkaufen? Ich bin jetzt hier einfach vom, wo haben wir ihn? Hier haben wir es, unseren Backtrader. Ich bin einfach mal auf den 18. August gegangen. Also einfach ein paar Tage, bevor dieser Trade aufgesetzt wurde. Das kann jetzt auch sein, das war 10 Tage eher oder so. Das spielt im Grunde genommen aber keine Rolle, weil der Preis des SVXY ja relativ stabil da oben war. Und da um die 90 herum pendelt er und bei so einer langen Restlaufzeit spielen ein paar Tage hin oder her keine Rolle, solange nichts passiert. Als erstes rechnen wir uns also mal aus, was hätte uns denn überhaupt so ein Put gebracht? Und zwar kann man da Folgendes machen, nämlich wenn wir sagen hier, wir haben 521 Tage Restlaufzeit, was bringt uns denn das an Prämie pro Tag?
Der Put kostet 178 Dollar, das heißt 178 durch 521 Tage. Und da haben wir eine sagenhafte Prämieneinnahme von 34 Cent am Tag. Das heißt, im Schnitt würden wir jetzt hier mit diesem Trade 34 Cent am Tag gewinnen. Und ich glaube, darin liegt auch schon mal das erste Problem von diesem Trade. Denn hinterfragt euch mal selbst, würdet ihr einen Trade machen, der 500 Tage dauert und bei dem ihr am Tag 30 Cent verdienen könnt? Wahrscheinlich nicht. Also was würdet ihr machen? Ihr würdet hergehen und würdet sagen, okay, dann mache ich das Ganze entweder mal 10, habe ich wenigstens 3,40 Dollar am Tag, oder ich mache es vielleicht sogar mal 100, dass ich 34 Dollar am Tag habe. Das wären dann im Monat immerhin knapp ein Tausender. Und das ist noch ganz, ganz wichtig bei diesem Trade, die Positionsgröße. Als einzelner Trade, also wer jetzt ein kleines Konto hat und sagt, ich mache hier einen einzigen Put, dann ist das eigentlich etwas, was sich nicht lohnt, weil für 34 Cent am Tag, ganz ehrlich, das zieht einem ja nicht unbedingt die Butter vom Brot. Ne? So, jetzt gucken wir uns das mal an und simulieren das Ganze mal, indem wir sagen, wir hätten also hier tatsächlich, wir hätten einen Kontrakt verkauft. So, wir sehen hier unten eine Prämieneinnahme, einen Cashflow von 178 Dollar, ein Delta von 4, ein Gamma von 0,113, Theta und so weiter und so fort, spielt keine Rolle. Und wir sagen einfach Convert Trade. So, also lassen noch einen Account auswählen. Also dann nehmen wir einfach hier irgendeinen, so, Account 1, und sagen, okay, jetzt ist dieser Trade ausgeführt. So, und jetzt gucken wir uns an, was passiert. Und wir gehen natürlich jetzt mal hier auf den, also an dem Tag haben wir ihn aufgesetzt. Jetzt fangen wir mal hier an, am 20., wo die Bewegung kam, also wo es ins Rutschen kam. 20.8., also das heißt 2 Tage weiter. So, und wir sehen also hier unten 1,78. So, es dauert jetzt einen kleinen Moment, bis er hier uns die Daten reinholt. So, okay, und da sehen wir die Option ist jetzt auf 2,12 Dollar angestiegen, das heißt, wir liegen 38 Dollar hinten. Also alles noch okay, das Delta ist immer noch bei 4, es ist alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir weiter. Der 21., wer sich erinnert, das war der Freitag, am 21. fing der Markt an zu rutschen. Wir sehen übrigens hier oben die Veränderung des SVXY, der war also jetzt von etwas über 90 auf 84 runtergefallen, also knapp 8% an dem Tag. So, wir gehen einen Tag weiter auf den Freitag. Okay, so, und da sehen wir, mittlerweile, am nächsten Tag verlor er nochmal 13 Punkte, war also von 84 auf 70 runter, jetzt auf 2,89 angestiegen, das heißt, wir liegen jetzt schon, wir haben 176 Dollar nach Gebühren eingenommen, liegen jetzt schon 115 Dollar hinten, und ich muss vielleicht noch eins zeigen, ich gehe nochmal die 3 Tage zurück, und zwar will ich mal noch, dass wir noch mal kurz auf die Margin schauen, die hier erforderlich ist. Und da sehen wir hier die Initialmargin 502 Dollar. So, jetzt gehen wir also nochmal auf den 21. Und da sehen wir also gleich unser Minus nochmal, die 115 Dollar Minus. Und wir sehen, unsere Margin ist auch hier auf 613 angestiegen. So, jetzt kommt der Montag. Der Montag war dieser Crash-Tag, der 24. Und wir sind bei 70 im SVXY am Freitag aus dem Rennen gegangen. Jetzt kommt der Montag, der 24. August. Es ist hier immer zum Börsenschluss gerechnet, ne? 22.30 Uhr. So, jetzt fallen wir nochmal 12 Punkte auf 57 runter. Und jetzt haben wir eine ganz interessante Entwicklung, denn wir haben jetzt, lasst mich das mal euch ein bisschen anzeichnen, wir haben jetzt auf der einen Seite eine Margin, die sich nahezu verdoppelt hat. So, ne? Also wir haben einen Margin-Anstieg auf mittlerweile fast 900 Dollar. Und wir liegen aber auch, und das könnt ihr hier bei Gains Loss sehen, wir liegen auch mittlerweile 400 Dollar im Minus.
und zwar insgesamt im Minus, denn der Wert dieser Option ist jetzt hier schon auf 5,75 Dollar angestiegen. Das Delta ist immer noch sehr, sehr gering. Also bei 10er Delta haben wir erst, das hat sich verdoppelt, ist noch nichts passiert. Also ist alles noch okay vom Delta her, 10er Delta ist ja nicht schlimm, aber wir liegen eben jetzt schon mehr als 200% im Minus. So, jetzt machen wir noch einen Tag weiter, nämlich, wenn wir uns das hier anschauen, ich zeige euch nochmal das Bild, also wir sind jetzt hier, das war also der 24., da ging es ja zum Schluss sogar noch ein bisschen hoch, wir waren ja im Tief hier schon viel, viel weiter, ne? Wir waren ja schon bei 45, wir können das auch mal hier simulieren, wenn wir sagen, okay, was wäre denn gewesen, wenn wir hier, was weiß ich, wir schauen mal so 16 Uhr rein oder ja, 16 Uhr, lasst uns mal 15:30, 16 Uhr schauen. Da sah das Ganze nämlich noch ein bisschen, glaube ich, schlimmer aus. So, 16 Uhr, eine halbe Stunde Markt ist vorbei. Und okay, da ist noch nichts, noch nicht so viel passiert. 16:30 Uhr. Erste Stunde im Markt ist vorbei. So, da ist auch noch nicht so viel passiert. 17 Uhr. So, ja, ihr seht, es wird langsam immer mehr. Das Minus wird immer größer, es wird immer mehr. 17:30 und so weiter und so fort. Also heißt, im Laufe des Tages wurde das dann immer mehr und wahrscheinlich wurde es sogar zum Ende des Tages noch, war es dann doch tatsächlich am höchsten aufgrund der Volatilität. Okay, wir gehen wieder auf 22.30 Uhr und gehen aber auch gleich in den nächsten Tag, an den Dienstag, an den 25. So, wir haben, wie gesagt, die Option bei 1,78 verkauft. Jetzt am Dienstag 5,75, 400 Dollar im Minus. Wir gucken mal noch einen Tag weiter an den Mittwoch. Margin jetzt schon über 900. Wir sind bei 51 im SVXY. So, bei 55. Option steigt weiter an auf 5,35 und so weiter und so fort. Und wir gucken uns jetzt mal noch den Tiefpunkt kurz an. Der war dann hier am 1.9. Wie es da aussah. Also am 1. September, das war ja dann auch das Tief im SVXY. So, und da waren wir dann mittlerweile jetzt hier auf 5,80 Dollar angestiegen, 14er Delta, die Margin über 900 Dollar und wir waren 406 Dollar im Minus, das heißt also mehr als 200%. Und was war jetzt das Besondere an diesem Trade? Das Besondere an dem Trade, warum ging der so furchtbar in die Hose? Wenn man sich das jetzt anschaut und sagt, okay, angenommen, ich habe jetzt hier ein 10.000er Konto und habe das gemacht, dann hätte ich jetzt hier 4% verloren. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe da unten irgendwie raus, dann habe ich 4% verloren, alles nicht so schlimm. Wer jetzt ein 100.000er Konto hat und bei dem Trade, den wir jetzt hier besprechen, dann, über den wir mit unserem Kunden gesprochen haben, da ging es eben um ein Konto, was eher so in Richtung, was eher so in Richtung 100.000 ging, dann müssen wir doch realistisch sein, dann würde doch nie jemand einen solchen Trade aufsetzen, und zwar mit der Stückzahl von 1. Weil ich brauche doch kein 100.000er Konto, um einen Trade zu machen, der mir in knapp anderthalb Jahren 180 Dollar bringt. Das macht doch niemand. Also, was ist passiert in dem entsprechenden Trade? Oder in dem entsprechenden Konto. Es war eben nicht eine Option. Es waren auch nicht 10, sondern es waren, ich weiß es nicht die genaue Zahl, aber es waren sicherlich eher so 30 oder 40. Und jetzt überlegt euch einfach mal, wenn ich eben hier dann 400 Dollar, es war so ein bisschen gestaffelt auch, ne, 30er Puts, 25er und so weiter und so fort. Und die Verluste waren aber überall ähnlich. Und das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt hier sage, ich bin 400 Dollar im Minus und jetzt habe ich plötzlich aber nicht mehr eine Position, sondern vielleicht 30, vielleicht auch 50 oder vielleicht auch 70 von den Dingern, dann reden wir schnell mal darüber, dass ich plötzlich 30.000, 40.000 Dollar Verlust habe und gleichzeitig aber auch meine Margin von vorher 20.000 irgendwie auf 60, vielleicht auf 50 oder 5,
was weiß ich, 40.000, 50.000 angestiegen ist. Ja? Das heißt also, es kann durchaus passieren, dass ich dann hier Margin Calls bekomme, obwohl ja der Preis mit um die 43 noch ewig weit weg ist. Das heißt, ich bin überhaupt nicht in der Problematik, dass ich ausgeführt werden würde. Aber aufgrund der riesigen Positionen, die ich habe, kommt es zum Margin Call. Und das ist auch das, was ich euch hier in dem Video zeigen will. Wenn es jetzt einfach ein paar Minuten länger dauert, dann dauert es halt ein paar Minuten länger. Prinzipiell kann man sagen, dass einzelne Trades niemals gefährlich sind. Also wenn ihr jetzt den Trade in einem 10.000er Konto gemacht hättet, einen Kontrakt, so, dann wäre der Trade immer noch nicht sinnvoll gewesen. Ne? Das wäre kein sinnvoller Trade. Aber wenn ihr ihn gemacht hättet, dann hättet ihr 4% verloren. Naja gut, 4% verloren, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, wenn man sagt, ich habe im Crash 4% verloren. Das ist absolut okay. Aber wenn ihr natürlich schon 10 Kontrakte hättet in einem kleinen Konto, dann sind schon 40% weg. Und wenn ihr 10 Kontrakte hättet, dann wäre ja schon die Margin auf 9.000 angestiegen, die ihr aber schon gar nicht mehr hättet. Das heißt, ihr wärt in Margin Calls eingeraten und ihr hättet genau am schlechtesten Moment das Ding zumachen müssen. So, das heißt, euer Konto hätte sich locker mehr als halbiert und das in 2-3 Tagen. Und das liegt aber nicht an dem Trade, sondern das liegt an der Positionsgröße. So, und oftmals gibt es so Trades, wo man denkt, da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. Aber ein Trade, wo nichts schief gehen kann, bringt in der Regel auch nur sehr, sehr wenig Geld. Und die meisten Händler versuchen das dann umzusetzen und sagen, na okay, ich habe ja auf der einen Seite einen Trade, der hat eine extrem große Wahrscheinlichkeit, die hatten wir hier ja auch, nur ein 5er Delta, das ist ja nichts. Also du hast eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Trade funktioniert. Aber du hast eben eine ganz, ganz geringe Einnahme. Ein Kontrakt nur 34 Cent. Was machst du jetzt also als Händler? Du hebelst. Du sagst also, ah, okay, komm, ich mache nicht ein, ich mache 100 Kontrakte. $34 am Tag ist doch super bei 95% Gewinnwahrscheinlichkeit. Und dann kommt aber genau so ein Tag, kommt irgendwann mal und dann zerhaut's dir dein Konto, weil du einfach zu große Positionen hast. Das war übrigens genau das Gleiche, was passiert ist beim Frankencrash Anfang des Jahres 2015, als die Schweizer Nationalbank gesagt hat, so, das mit der Anbindung an den Euro, sorry, machen wir jetzt doch nicht mehr. Warum hat es die Leute da zerhauen? Wegen zu großen Positionen. Wenn du da entsprechend deiner Kontogröße mit einer kleinen Position drin gewesen wärst, wäre dir auch nichts passiert. Genauso wie dir hier nichts passiert wäre, aber warum ist man denn hier nicht mit seiner Kontogröße richtig drin? Weil man sich natürlich sagt, naja gut, ich will ja Geld verdienen und auf ein 100.000er Konto jetzt $170 zu nehmen, das macht natürlich keinen Sinn. Ein Trade mit 0,17% Risiko auf 520 Tage, das ist natürlich totaler Blödsinn. Ne? Also das macht überhaupt keinen Sinn, sowas zu machen. Und diese vermeintlich gut aussehenden Trades werden am Ende immer negativ oder oftmals können sie negativ werden, beziehungsweise du machst 10-mal solche Trades, die funktionieren, einmal funktioniert es nicht, dein ganzes Geld ist weg. Und deswegen der SVXY, der VXX, das sind keine riskanten Produkte. Das Riskante bist immer du, der du selbst davor sitzt und auf die Nummer deiner Positionen drückst. Also mit 1-2 Positionen passiert dir gar nichts, mit 10 passiert dir auch vielleicht noch nichts, wenn du ein großes Konto hast, macht aber auch keinen Sinn. Ne? Rechne dir das einfach mal aus, wenn du ein 100.000er Konto hast und du verkaufst dir 10 Stück, nimmst $1.700 ein auf 520 Tage, das sind 1,7% aufs Konto in anderthalb Jahren, mehr als anderthalb Jahren, das heißt, es ist eine Jahresrendite von 0,8%. Warum sollst du einen Trade machen, der dir eine Jahresrendite von 0,8% bringt, aber dennoch eine Menge Kapital bindet und im Falle eines Falles, wo du damit rechnen musst, dass das sich für 4, für 5, vielleicht sogar verzehnfacht. Wir hätten ja auch weiter fallen können. Ne? Der SVXY ist mal in der Spitze 75% gefallen, der jetzt hier knapp 50. Also hätte er noch deutlich weitergehen können. So. Und deswegen machen solche Trades einfach keinen Sinn, dass man die macht. Und deswegen vielleicht was Grundsätzliches auch mal. Wenn man Optionen verkauft, dann sollte man in der Regel immer kurze Laufzeiten verkaufen. Das heißt also, man sollte sagen, okay, ich verkaufe immer Laufzeiten 30 bis 40 Tagen und das nur in Märkten mit sehr, sehr hoher Volatilität. Also wir nutzen ja die IVR oder sonst irgendwas. Ne?
Jetzt gibt es so, dass man sagen kann, okay, ich mache beispielsweise im VXX oder im SVXY verkaufe ich monatlich immer einen Put oder einen Call im VXX. Das bringt dann nicht so wahnsinnig viel Geld, das macht man quasi so mit. Und in diesen Märkten musst du aber SVXY, VXX, musst du dann aktiv werden, wenn genau das passiert. Weil, wenn du dir nämlich jetzt mal anschaust, und vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückschalten, hier auf den Bildschirm drauf. Wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, als der Markt jetzt hier so wahnsinnig runtergekommen ist, ne, als es dann hier wirklich am 1. September richtig heiß wurde, wenn du dann gesagt hättest, so jetzt verkaufe ich so ein 25er Put beispielsweise oder halt noch ein tiefer liegen, das spielt jetzt keine Rolle, dann gucken wir uns mal an, was da jetzt daraus geworden wäre. Hier war die Volatilität wahnsinnig gering. Das heißt, eine große Position bei kleiner Volatilität eingehen ist einfach wahnsinnig riskant. Eine Position einzugehen bei hoher Volatilität ist nicht riskant, weil die kann man rollen, die kann man adjustieren und man weiß ja auch, dass hohe Volatilität nicht lange bleibt. So, und wenn wir jetzt also sagen, okay, ideal, man hätte jetzt an dem Tag hier den gleichen Put verkauft, dann sehen wir, der kostet jetzt 5,80. Und jetzt gehen wir einfach mal auf den heutigen Tag. Also heute ist der 11. Oktober, als ich dieses Video hier aufnehme. Also wir gehen mal auf den 10. Entschuldigung, es ist natürlich nicht der 11. Oktober. Es ist der 11. November. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Oktober komme. Wir haben schon November. Heute ist der 11.11. Heute ist Fasching. Also wir gehen auf den 10. November. So, wir haben für 5,80 verkauft. Okay, und jetzt gucken wir uns das an. Hat uns jetzt diese langfristigen Optionen hier rausgehauen. Die müssen wir uns schnell nochmal reinnehmen. Also Januar nochmal reinnehmen und nochmal den 25er. Das passiert manchmal bei diesen extrem aus dem Geld liegenden Optionen. Da muss man sie per Hand nochmal nachpflegen. Das macht aber nichts. So. Okay, dann haben wir jetzt hier den Januar und jetzt seht ihr, jetzt ist der von 5,80 auf 2,20 runtergefallen. Das heißt also, um das von vorhin zu sagen, man kann nicht in einer Situation, wo die Volatilität niedrig ist, langlaufende Puts verkaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn, das widerspricht auch so ein bisschen jeder Optionslogik. Was definitiv Sinn macht, ist, wenn der Markt extrem hohe Volatilitäten zeigt und wenn man weiß, gerade in solchen Produkten wie dem SVXY oder von mir aus auch im S&P 500, also wenn der S&P halt 20% einbricht und man kriegt dann wieder die Anzeichen und sagt, okay, das war's, dass man dann sagt, jetzt verkaufe ich ganz langfristige Puts, das ist eine super Idee. Warum? Du verkaufst extrem große Prämie und der Rückgang der Volatilität sorgt dann dafür, dass du wirklich in ganz kurzer Zeit, dass die Prämien in sich zusammenfallen und diese Trades, obwohl du sie mit ewig langer Laufzeit gemacht hast, vielleicht schon nach 10% der Zeit zumachen kannst mit einem riesen Gewinn. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was Warren Buffett gemacht hat. Kennt ja vielleicht auch der eine oder andere diese Geschichte. Gucken wir uns mal hier einen Monatschart vom S&P an. Der hat ja hier in den Crash von 2008, hat er ja langlaufende S&P-Puts verkauft. Und zwar für knapp 100 Milliarden Dollar Wertumfang. Das heißt, er hat auch so leicht aus dem Geld liegende Optionen, hat er mit Investmentbanken einen Deal gemacht und hat gesagt, okay, er macht 9 Jahre und 19 Jahre laufende Optionen. Das können wir jetzt als Private schlecht machen, weil wir diese Optionen nicht gehandelt bekommen. Das geht nur over the counter. Aber er hat eben dann Optionen verkauft bis ins Jahr 2017 und welche bis ins Jahr 2027. Und ihr könnt euch vorstellen, was der damit für enormes Geld verdient hat und noch die nächsten 10 Jahre verdienen wird, so lange die noch laufen, die zweite Tranche. Und warum hat er das gemacht? Weil er hat eben gesagt, okay, ich verkaufe das eben, wenn hier wirklich die Vola so extrem groß ist, der WIX damals bei 90 gewesen, die Prämien auf Anschlag, wo er einfach wahnsinnig viel Geld eingenommen hat. Und dann kannst du wirklich die Zeit für dich arbeiten lassen. Und deswegen auch, wer, egal ob jetzt SVXY-Puts verkauft oder VXX-Calls
oder was auch immer, oder Putz auf den S&P. Man kann in solchen Phasen, wo es normal läuft, kann man Positionen machen, aber immer nur kleine Positionen mit kurzen Restlaufzeiten. Wenn es dann aber mal so richtig rappelt im Karton, dann kann man große Positionen machen, weil dann ist die Margin hoch. Das heißt, dann weiß man, ist man von vornherein schon ein bisschen beschränkt, auch in der Höhe. Man kriegt wahnsinnig viel Geld dafür und man weiß, dann hat man auch keine Überraschungen mehr. Also wenn er das jetzt hier verkauft hat und dann fiel der Markt nochmal ein Vierteljahr, das spielt doch für den dann überhaupt keine Rolle. Da lag der mal 5% im Minus auf die Summe, die er eingenommen hat, und sagt sich, naja gut, was soll's denn? Und das müsst ihr also wirklich auch beachten, wenn ihr hier SVXY und VXX handelt. Nochmal zur Wiederholung, die Produkte selber, so, und jetzt schalte ich mal wieder die Kamera um und guck ein bisschen in die Kamera. Die Produkte selber sind also null riskant. Null riskant stimmt jetzt auch nicht, die sind natürlich riskant, aber riskant, das ist wie mit einer Pistole. Eine Pistole, ein Messer ist an sich erstmal nicht riskant, sondern derjenige, der sie in die Hand nimmt und damit umgeht, der macht daraus entweder ein nützliches Werkzeug, im Fall von einem Messer jetzt, oder eben eine Mordwaffe. Und vielleicht ein bisschen archaischer oder martialischer, wie heißt das? Naja, ihr wisst schon, was ich meine, das ist so ein Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine. Also das Instrument selber ist nicht das Problem, sondern der Umgang mit dem Instrument und eben gerade beim Verkauf von Optionen die Positionsgröße. Das müsst ihr wirklich beachten, weil sonst endet das definitiv tödlich, finanziell. Und vielleicht dann auch so. Das war's für heute. Heute mal ein bisschen mit einem längeren Video, aber ich glaube, das war's einfach wert. Und demnächst wieder Kurzunterhaltung hier auf dem Kanal. Also machen wir jetzt wieder mal ein paar Videos, die dann nur 4 Minuten sind. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir das in die Kommentare rein. Verteilt das Video. Abonniert auch diesen Kanal. Nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.